Ja, guten Tag, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen beim unserem Symposium zur modernen Bildgebung, zur Visualisierung und Quantifizierung der Fettleber. Mein Name ist Fritjof Roder, ich bin Produktleiter des Bereichs MR für Canon. Ich hoffe, wir können Ihnen gleich in den nächsten 20 Minuten ein schönes und kurzweiliges Programm bieten. Wir haben als externen Referenten Dr. Georg Peschel, Gastroenterologe und Internist der Uniklinik Regensburg gewonnen. Er ist gleichzeitig Leiter des interdisziplinären Ultraschallzentrums und wird beginnen, die Fettleber aus Sicht des Ultraschalls so ein bisschen zu beleuchten und natürlich auch die Grundlagen, die klinischen Grundlagen, die ich Ihnen als Physiker nicht vermitteln kann, zu vermitteln. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, lieber Herr Dr. Peschel, legen Sie los. So, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kollegen, vielen Dank, dass ich hier bei dem Symposium sprechen darf. Danke für die nette Einführung. Ich leite das Ultraschallzentrum interdisziplinär gemeinsam mit der Radiologie am Uniklinikum Regensburg und verantworte zudem die Hepatologie und auch die Lebertransplantation. Aus dieser Warte würde ich gerne mit Ihnen über das angekündigte Thema sprechen. Ich habe für diesen Vortrag keine Vergütung angenommen und seit 1,5 Jahren reden wir leider alle von der Pandemie. 2016 ist ein Artikel in Hepatology erschienen, der von einer globalen Epidemie gesprochen hat, und zwar der nicht-alkoholischen Fettlebererkrankung. In einer großen Meta-Analyse hat dieser Artikel 8.500.000 Patienten fast ausgewertet insgesamt und hat eine globale Prävalenz von fast ein Viertel der Weltbevölkerung festgestellt, die an einer nicht-alkoholischen Fettlebererkrankung leiden. Und das bezieht sich gar nicht mehr nur, wie man vielleicht denken würde, auf USA und Europa, sondern die höchsten Zahlen sind tatsächlich in Lateinamerika, Mittelamerika und dem Nahen Osten hier auffällig. Das heißt, es ist wirklich ein globales Problem und wir sollten kurz ein paar Definitionen klären, worüber wir überhaupt sprechen. Die nicht-alkoholische Fettlebererkrankung bezeichnet einfach einmal eine exzessive Fettakkumulation mit histologischem Wert als größer 5% der Hepozyten betroffen. Und da müssen wir zwei Entitäten unterscheiden. Zwar einfach nur die Verfettung der Leber, die nicht durch Alkohol kommt oder andere Ursachen, und eben die nicht-alkoholische Fettleberentzündung, die Steatohepatitis. Die kann bislang nur durch eine Biopsie bewiesen werden. Zeigt eben dann entsprechende Kriterien, wie eben eine Polonierung der Hepatozyten und eine Inflammation. Und diese Entzündung der Leber durchs Fett führt eben dann zu Fibrose, Zirrhose oder auch sogar ohne Zirrhose zum HCC. Risikofaktoren für die nicht-alkoholische Fettlebererkrankung sind vor allem Übergewicht. Und da sind 2 Milliarden Menschen weltweit von betroffen. Adipose sind circa 13%. Und wir wissen, es sind aber nicht nur Umweltfaktoren, sondern auch genetische Faktoren, die eine große Rolle spielen. Deswegen ist gerade eben in Zentralamerika wie angesprochen, die NASH häufiger, obwohl die Leute nicht viel mehr essen oder sogar weniger essen als in Nordamerika. Und wie wir sicher auch wissen, hängt diese Fettlebererkrankung auch zusammen mit dem metabolischen Syndrom Diabetes und führt zu kardiovaskulären Erkrankungen damit auch oder geht damit einher. Diese kardiovaskulären Erkrankungen bestimmen auch die Mortalität dieser Patienten. Aber wenn wir jetzt damit rechnen, dass auch 1 bis 2% unserer Patienten mit einer nicht-alkoholischen Fettlebererkrankung auch dann wirklich an der Lebererkrankung versterben, und wir davon ausgehen, dass wir aktuell 1 Milliarde Patienten auf der Welt haben mit dieser Erkrankung, würde das theoretisch zu 20 Millionen Todesfällen führen. Also eine überaus relevante Zahl. Und auch die Kosten liegen im Milliardenbereich, wie hier für die USA und Teile Europas berechnet wurde. Somit ist tatsächlich die frühe Diagnose dieser Erkrankung entscheidend, um eben intervenieren zu können und um die Komplikationen der Zirrhose und des HCCs, die sich über Jahre hin entwickeln, frühzeitig verhindern zu können. Das Ultraschall steht hier an erster Stelle bei der Diagnose der Fettlebererkrankung. Das sind auch die Empfehlungen der ISL dazu. Und
Unser Problem ist, dass wir zwar die Fettlebererkrankung mit Ultraschall recht gut erstmal diagnostizieren können, aber schlecht quantifizieren können. Und vor allem der Unterschied zwischen Fettleber und Steatohepatitis, also NASH, können wir eigentlich weiterhin nur durch eine Biopsie treffen. Im Ultraschall, im normalen B-Bild, können wir die Fettleber einfach mal diagnostizieren, indem wir sehen, dass die Leber hyperechogen ist, im Gegensatz zu Niere. Und wir sehen auch, die Fetttröpfe in der Leber streuen die Ultraschallwellen, sodass man in der Tiefe die Strukturen vor Ort, Adern, die Diaphragma schlechter darstellen kann. Und auch da kann man einen Score sich ausdenken, der aber relativ subjektiv ist von der Einschätzung des Untersuchers abhängig. Es haben verschiedene Firmen eben es geschafft, diese Abschwächung der Schallwellen in die Tiefe zu quantifizieren und können das in Dezibel pro Zentimeter pro Megahertz eben ausdrücken. Und das System eben von Canon, was wir auch geprüft haben bei uns im Klinikum, ist eben das Attenuation Imaging, wo wir diese Abschwächung durch eine Real-Time-Color-Map darstellen können. Der Koeffizient wird quantifiziert und Artefakte werden rausgefiltert. Wir haben beim Ultraschall schon seit langem auch die Möglichkeit, über Scherwellen, also die sich zur Seite hin dann ausbreiten in der Leber, die Elastizität der Leber zu bestimmen, über die ARFI-Messung. Und je schneller die Schallwellen, die Scherwellen deine Leber ausbreiten, die einer bis in Meter pro Sekunde, desto verhärteter ist die Leber und damit können wir die Fibrose gerade auch quantifizieren. Und es gibt jetzt eben auch eine neue Technik in dem System, wo wir diese Scherwellen, auch die Streuung dieser Scherwellen messen können. Das soll mit der Viskosität der Leber korrelieren, was wiederum mit der Entzündung korreliert. Und somit können wir die Mikroinflammation in der Leber eventuell sogar auch darstellen. Ein paar Patientenbeispiele. Hier haben wir einen Patienten, den Morbus Wilson, den wir eben zum Beispiel gemessen haben. Der hat einen grenzwertigen BMI, also gerade noch normalgewichtig. Und die Leber hier in dieser Color Map dargestellt, war nicht verfettet. Wir können dann eben auch unser Region of Interest definieren für die ARFI-Messung. Wir sehen hier dargestellt parallele, schöne Linien. In dieser Region sollen wir reinmessen, um relevante und valide Werte für die Fibrosemessung zu erhalten. Und aus diesen Werten kriegen wir dann dargestellt ein schönes Bild mit den Einzelwerten, den Mittelwerten, den IQR-Werten und auch eine Visualisierung, wo wir uns hier bei den Patienten befunden haben. Die Scherwell-Elastographie, also die Fibrose war hier gut. Die Dispersion, eben diese Viskosität war nicht erhöht. Das heißt, wir haben keine Entzündung gehabt und auch gerade so keine Verfettung. Und dieser Patient hat auch keine NASH und hat auch normale Leberwerte gehabt. Ein weiteres Beispiel ist ein Patient mit dem Präadipositas. Hier sehen wir einen Wert von 0,93 für die Verfettung. Das ist ein sehr hoher Wert. Wir sehen hier die schönen parallelen, nahe beieinander gelegenen Linien in der ARFI-Messung. Das heißt hier auch keine hohe Versteifung der Leber. Es war auch keine Entzündung zu sehen. Es war so ein bisschen grenzwertig. Die Leberwerte waren normal. Und wir haben hier eine hochgradige Verfettung ohne Entzündung, das heißt eine Steatose, wahrscheinlich ohne NASH dabei. Dieser Patient hier hat eine also auch eine Verfettung gehabt der Leber, stellenweise, also zonal ein bisschen unterschiedlich war das bei dem, mal mehr, mal weniger verfettet. Hier sehen wir, dass die Linien von der ARFI-Messung anders ausschauen, die sind wackelig und weit auseinander, das heißt, das ist hier schon eine gewisse Fibrose auch da. Und das hat hier dann die Werte gezeigt. Wir haben hier also eine leichtgradige Steatose gefunden in der Messung, eine hochgradige Fibrose und auch eine mittelmäßige Entzündung. Dieser Patient hat tatsächlich auch eine Leberwerte gehabt. Und zuletzt ein Beispiel eines Patienten, der eben auch eine Zirrhose wirklich schon hatte. Die Leber schwimmt hier in Aszites. Das hat trotzdem ganz gut funktioniert. Wir sehen hier dann eine hochgradige Versteifung der Leber. Das sehen wir diese Wellen, die hier dargestellt sind von der ARFI-Messung, schauen nochmal anders aus. Und dieser Patient hatte eben dann zum Beispiel wirklich eine mittelgradige Verfettung in dieser zirrhotischen Leber, eine hochgradig versteifte Leber und eben auch eine Entzündung, auch die hatte erhöhte Leberwerte. Das heißt, wir haben ja Tools, mit denen wir, das müssen wir jetzt mit Real-Life-Data natürlich anschauen,
wahrscheinlich sehr gut differenzieren können, und zwar eben unsere Gentherm-Frage der nicht-alkoholischen Fettleberkarten vielleicht klären können. Und die ist natürlich, wie unterscheiden wir NASH, die für die Patienten eine massive Relevanz hat, sowohl kostentechnisch als auch was die Mortalität angeht, weil da Komplikationen auftreten, und die normale Steatose der Leber. Und da haben wir jetzt wirklich ein Tool an der Hand, ohne Biopsie in Zukunft hier eine Differenzierung machen zu können. Vielen Dank an meinen Kollegen Professor Jung von der Radiologie und das Team von der NICE. So, nachdem ich die 500 Klicks zum Umschalten auf meinen Monitor durchgeführt habe, übernehme ich Fragen und Antworten. Nee, Fragen bitte über das entsprechende Tool F und A bitte ich zu stellen, sowohl für einen Dr. Peschel als auch für mich. Wir versuchen sie, wenn wir genug Zeit haben, am Ende zu beantworten. Ich selber bin, wie gesagt, Leiter des Produktbereichs MR, bin Physiker und bin vor 30 Jahren mal am Physikalischen Institut angefangen, mich primär mit Cardio-MR zu befassen, aber konnte inzwischen auch ein bisschen weiter nach unten rutschen, sodass ich hoffentlich auch ein paar Sachen zum Leber weiß. Damit gehen wir auch einmal zur Leberbildgebung oder grundsätzlich abdominellen Bildgebung im MR über. Im Prinzip wissen Sie alle, es gibt im MR eben unterschiedlichste Kontraste, die T2-Gewichtung, T1-Gewichtung, aber auch so quasi quantitative Methoden wie Diffusion, eben auch die Angiografie-Darstellung und eben als relativ neueste Methode eben auch eine Fettquantifizierung. Ich will nochmal ganz kurz noch mehr auf die typische MR-Bildgebung im Abdomen übergehen, dass sie jetzt auch für uns relevant ist zum Teil oder als Ausgangspunkt dient. Sie kennen natürlich typisch Kontrastmittelanwendungen, um eben zum Beispiel Läsionen zu charakterisieren im MR, zum Beispiel, ob es eben in diesem Fall eine Zyste ist oder eben was Ernsteres, Tumoröses. Und dabei hilft uns unter anderem zum Beispiel auch neben der Kontrastmittelanreicherung die Diffusion, die eine gewisse Charakterisierung gibt über die Zelldichte oder auch Durchblutung indirekt von Gewebe. Viel typischer sind natürlich auch diese Aufnahmen, die T2-Gewichtung, die eben oft schon einen direkten Ausdruck gibt in diesem Fall oder einen Eindruck gibt, ob es eine zystische Veränderung ist. Aber was relativ häufig inzwischen auch verwendet wird, ist eben die Dixon-Methode, die es ermöglicht, ein Fett- und Wasserbild letztendlich separat darzustellen. Hier das Wasserbild und entsprechend das Fettbild. Gewonnen wird es aus dieser sogenannten In-Phase- und Out-of-Phase-Methode, die dahinter liegt. Und diese Dixon-Methode ist jetzt auch die Grundlage für die echte Fettleber-Quantifizierung. Grundsätzlich quantitative Bildgebung im MR gibt es schon sehr lange. Das sind einmal natürlich so geometrische Größen, die man ausmessen kann. Häufigst ist es oft die Ejektionsfraktion. Es ist aber auch wirklich quantitativ MR-Parameter zu beurteilen, die auch einen gewissen Eindruck vom Gewebe geben. Und es sind auch manche physiologische Parameter wirklich zu bewerten. Flussmessung, Perfusion, Anflutung im Gewebe etc. Für uns interessant ist im Moment der Unterschied der Resonanzfrequenz, das typischerweise in der Spektroskopie verwendet wird, aber auch genutzt werden kann, um Fett und Wasser wunderbar zu unterscheiden. Und dazu wird in dem Fall nicht wie in der normalen Dixon-Methode ein Bild mit 2 Echos aufgenommen, sondern in diesem Fall mit 6 Echos, um es genauer zu machen. Sie gewinnen daraus mehrere Bilder, eben wie auch vorhin in der Dixon-Methode, ein Fettbild, ein Wasserbild, aber auch zusätzliche Maps, diese B0-Map, die man einfach zur Korrektur für die echte Quantifizierung braucht, um letztendlich daraus 2 interessante Parameterkarten zu gewinnen. Das ist einmal die PDFF, also Proton Density Fat Fraction, tatsächlich unser Fettanteil in der Leber, im Gewebe, in Prozent. Und zusätzlich noch die Relaxivität, die ein Maß für Eisen im Gewebe ist. Natürlich wird das alles quantifiziert am Phantom.
Die wichtige Nachricht hieraus ist, wir können das ungefähr mit plus minus 5% Genauigkeit angeben, was sich eben auch klinisch gezeigt hat, dass das funktioniert. Das hat Dr. Peschel natürlich ausführlich erklärt, was sozusagen der Grund ist, warum wir das machen und letztendlich die Unterscheidung haben wollen zwischen den beiden Leveln. Ist es eben nur ein Anfang der Verfettung oder ist es eben tatsächlich relevant, wirklich die Schweregradbestimmung, und daraus ergibt sich natürlich auch eine Möglichkeit zur Verlaufskontrolle oder Therapiebeobachtung. Hier jetzt drei Beispiele nacheinander, was Sie bekommen. Dies hier ist ein gesunder Proband. Sie kriegen das typische In-Face-Bild, Out-of-Face-Bild. Darauf berechnen Sie Fett- und Wasserbild und tatsächlich auch die quantitative MAP und auch der Relaxivität. Hier malen Sie im Grunde einen Kringel in die Leber, was Sie interessiert, welche Region, und kriegen einen prozentualen Anteil des Leberfetts. Das kann man natürlich auch ein bisschen schöner machen, indem man es bunt macht und vielleicht auch auf das Originalbild überlegt oder fusioniert damit, um eben ein aussagekräftiges Bild zu haben, auch für den Überweiser oder eben den Patienten. Jetzt ein Patient oder Proband mit anfänglicher Fettleber. Wir konnten eben Fettleberanteil von 10% bestimmen. Auch hier die Farbkarte zeigt natürlich hier eine deutlichere Blaufärbung, sodass es eben leichter zu visualisieren ist für den Patienten. Und zum Abschluss jetzt noch ein Proband bzw. ein Patient eben auch mit Überschreitung des MMR gesetzten Levels, der schon eben 28% Leberfettanteil hat, schön in der Farbkarte zu erkennen, dass es deutlich ist. Auch hier sehen Sie mal so eine typische Region, die man malen würde, um zum Beispiel auch hier Läsionen oder Gefäße zu vermeiden, die eben zu einer Verfälschung führen würden. Hier jetzt einfach die drei mal nebeneinander gestellt, um eben das zu visualisieren, und wie man gut an der Farbkodierung erkennen kann, ist eben damit ein deutlicher Unterschied zu sehen. Sie können das auswerten am MR selbst oder natürlich auch an beliebigen Workstations, die eben dann mehr Komfort etc. bieten in dieser Angelegenheit. Ja, und damit bin ich für meinen Teil durch. Danke Ihnen für die Aufmerksamkeit und bitte doch, Fragen zu stellen. Ich muss jetzt selber einmal in meiner Chatfunktion nachgucken, ob was aufgetaucht ist an Fragen. Ansonsten, ist bei Ihnen was aufgetaucht, Herr Dr. Peschel? Nein, noch nicht. Okay. Offen für Fragen natürlich. Ja, dann mache ich mal und stelle Ihnen mal eine Frage. Wie sehen Sie denn, ich meine, das interessiert mich so als MR-Profi, ich weiß selber, dass Ultraschall oft einfacher zu handeln ist, aber wie sehen Sie denn die Relevanz von MR und Ultraschall in unserem Kontext? Insbesondere auch natürlich an Ihrer Klinik. Ja, also bei uns ist Ultraschall natürlich leicht zugänglich und wir haben jetzt schon auch Geräte, die Fettmessung machen können. Das haben wir für uns natürlich jetzt viel gemacht, einfach um damit auch Erfahrung zu sammeln für den klinischen Alltag. Das geht schnell einfach am Ende oder anhängend an die normale Abdomenuntersuchung und dauert halt irgendwie, sagen wir mal, 2-3 Minuten länger. Das MRT ist natürlich deutlich aufwendiger. Auch da machen wir bei uns im Institut für Radiologie schon auch Fettmessungen und rechnen das raus. Aber das sind halt MRT-Untersuchungen, die wir durchführen und das dann einfach mitmachen. Natürlich deutlich aufwendiger. Wenn wir es wirklich nur Fett im MRT messen wollen, dann dauert es auch nicht sehr lange. Aber es ist natürlich apparativ trotzdem aufwendiger, denke ich. Und ich glaube, vor allem interessant ist, weil es beides ja doch neue Methoden sind, die zwei Methoden einfach mal zu vergleichen. Ja. Also ich glaube, deutlich weniger aufwendig das Ultraschall, und ich glaube, das MRT hat vielleicht, also wenn man immer ein MRT macht, dann kann man natürlich mitmachen und hat vielleicht dem anderen noch Vorteile hinsichtlich der Genauigkeit. Ja, nee, da muss ich Ihnen recht geben, das ist die eigentliche Messung selber ist, sag mal, ein Atemkommando lang
braucht kein Kontrastmittel etc., sodass sie relativ flott ist. Aber natürlich das eigentliche MR-Setup ist ja doch etwas aufwendiger und in der Regel wird man auch die normale Abdomen- oder Leberuntersuchung ja nicht weglassen bei dem Patienten, um eben auch anderes auszuschließen durch den größeren Überblick. Ja. Natürlich ist diese Fettmessung im Ultraschall ein extra Tool, was man erstmal haben muss als Untersucher. Und was sich gerade etablieren wird, denke ich, ja, einfach ja, vielleicht auch mit den großen Zahlen und der Relevanz unser Gesundheitssystem. Also natürlich muss man auch erstmal das Gerät anschaffen können, als jetzt. Ja. Ja. Genau. Nein, ich meine, das ist natürlich im MR letztendlich auch nicht anders. Sie müssen Gerät haben, Sie müssen auch, egal jetzt bei welchem Hersteller, ein Gerät der aktuellsten Generation haben. Das werden Sie nicht mehr bei einem, ich sage jetzt mal, 10 Jahre alten Gerät implementieren können. Wenn es vielleicht 2 Jahre alt ist, können Sie sicherlich die Möglichkeit nachrüsten. Gehe ich zumindest bei den anderen Herstellern auch davon aus, dass das da nicht viel anders ist als bei uns bei Canon. Ja, und natürlich im Moment fehlt die ganz große Erfahrung von vielen Instituten und tatsächlich vielleicht auch solchen Vergleichsstudien, die Sie angesprochen haben. Und vielleicht, das kann ich noch anmerken, es gibt auch im MR, gab es Ansätze, das eben auch über Stoßwellen zu machen. Das ist aber meist mit zusätzlichen apparativen Aufwand und verbunden. Der extern ist tatsächlich irgend so ein Stößel letztendlich auf die Leber zu setzen und da einen Stoß zu setzen, der dann wieder definiert sein muss. Das ist aufwendig, das dann mit dem MR zu verbinden. Und es gibt auch Tendenzen, das mit anderen Methoden zu versuchen zu quantifizieren, wie der Spektroskopie, die aber eben auch deutlich aufwendiger ist als jetzt diese Dixon-Methode. Ja, das habe ich auch dargelegt. Sind noch Fragen jetzt da? Bei mir nicht. Wenn wir Zeit haben, ich selbst Ihnen dann auch hier noch eine Frage stellen, Herr Roder. Ja, ich muss jetzt selber gucken. Nee, es wollte keiner Fragen stellen, wie ich das so sehe. Ja. Gut. Ja. Ich glaube, wir sind jetzt auch schon 3 Minuten drüber und damit nochmal herzlichen Dank für die Interessenten, die alle zugehört haben. Ich möchte nochmal darauf hinweisen, ja, Frau Dohn blendet sich ein vom Röntgenkongress, wie abgesprochen. Möchte ich auch auf die Nachfolgeveranstaltung hinweisen, die sich eben auch mit gastrointestinalen, abdominellen Fragen, auch der Leberbildgebung auf wissenschaftlichen Aspekten eben aus der Röntgengesellschaft selber befasst und hoffe, dass wir Ihr Interesse an unseren Produkten wecken konnten und grundsätzlich an dem Thema. Damit danke ich Ihnen ganz herzlich. Und Ihnen nochmal herzlichen Dank, Dr. Peschel, für Ihren Vortrag. Gerne. Danke sehr. Alles klar. Danke und auf Wiedersehen.